Hello Audience! Wie sieht's aus? Eine neue Strecke. Local Records. Zwei Leute erst, das heißt, das ist relativ frisch hier. Und ab die Post, wo geht's denn? GPS right, das heißt, wir fahren erst links. Das ist natürlich auch blöd, wenn man das sich das erst an... Oh mein Gott. Oh mein Gott, das geht schon wieder... What the fuck, wo geht's denn hier lang, ey? Na, bloß weil ich die Strecken ausgesucht habe, heißt das nicht automatisch, dass ich weiß, wo ich hin muss. Ja. Ich habe das Gefühl, dass das hier gerade völlig verkehrt ist. Heilige Scheiße. Machst du wieder allein Unterhalter? Ohne mich? Ja. Du gehst aus deinem Zimmer raus in die Wohnung, ne? Und merkst erstmal, wie heiß das in deiner in dem Zimmer ist, ne? Wo muss ich hier überhaupt her? Muss ich da über diesen komischen Pöller fahren? Ich habe selber noch absolut keine Ahnung. Vielleicht sollte ich mir das GPS kurz angucken. Ich weiß es nämlich gerade absolut nicht. Also das hier, mein lieben Freunde, ist das sogenannte GPS. Das zeigt dir erstmal, wo du langfahren musst. Und wie die Strecke bestmöglichst läuft. Aha. Ja, sieht ja gar nicht so kacke aus, wenn man das, glaube ich, kennt. Wenn du am Start schon wieder rechts fahren willst, da kriegst du schon wieder... Elfter, guck mal. Was, du bist schon drin? Ah, ich bin im Ziel. Nice. Ich habe einmal die Leute angemacht und bin einem hinterhergefahren. Das ist die andere GPS-Taktik. Ja, richtig. Ja, jetzt bin ich auch drin. Das spielt sich gar nicht... Oh. Na, ich bin doch nicht drin. Doch, jetzt bin ich drin. Ah, spielt sie nicht schlecht, ist okay. Ich glaube, jetzt mache ich die Fahrzeuge wieder aus. Jetzt kenne ich die Strecke. Weise Taktik. Hier schon schön schräg, damit du den Drift in der Kurve sofort rein hast. 3 Sekunden aktuell besser. Das ist gut! Sechster. Du Freak, ey. Ja, Mann. Manchmal muss man. Manchmal muss man. War es Freak sein, oder? Ich frage mich ja ehrlich, wer solche Strecken konzipiert, ne? Ich frage mich das auch immer, ja. Siebter. Aber scheiße, knapp hinter dir. Das ist gut. Ich bin tatsächlich auch immer noch Sechster. Nee, das lass mal. Das machen wir gleich nochmal neu. Oh, das wird eine gute Zeit. Wenn ich das jetzt nicht noch wegschmeiße, wird das eine gute Zeit. Siebter, hab dich. Fuck. Fuck you. Geht eh nur um uns beide. Die ersten Plätze da vorne sind vergeben. Ah, Leute, 3 Sekunden schneller. Ich weiß nicht, wo die den 3 Sekunden das hernehmen. Ist, ne? Das ist aber auch schon immer so gewesen, auch in dem 2011er, 2012er Projekt, als wir... als ich mal mit Bodo und Olli gefahren bin, da war es auch immer so. Da war auch immer iTurbo, Grippe vorne, das war's. Da brauchtest du gar nicht mehr mitspielen. Du hast immer nur so um die erste Seite gekämpft, weil alles andere war irrelevant. Erste Seite nicht, weißt du so? Heute ist halt erste Seite nicht so schwer zu erreichen, deswegen ist... fällt es so ein bisschen flach, sag ich mal. Nein, warum bleib ich denn da hängen? Verdammt, das war so eine gute Runde, ich hab's weggeschmissen. Also jetzt fahren wir die Strecke seit 4 Minuten. Ich, was mache ich gerade beim Start? Erstmal nach rechts abbiegen. Das ist aber auch echt so ein Klassiker. Warum? Ja, ja, warum? Warum sollte man das tun, wenn man 4 Minuten lang links fährt am Start? Ja, ja. Das war gut, come on! Achter, hab ich dich geholt? Ja! Ja, bin nur noch Hälfte. Aber vor Luca, alles andere ist egal. Das ist und das ist, also das. Zumindest finde ich okay, dass das unser Anspruch ist. Was? Klar, mein Anspruch ist ab sofort vor Diskett zu landen. So. Da weißt du Bescheid. Gestern von einem gehört, weißt du, worüber der sein Mathe-Master schreibt. Nee. Der schreibt darüber, warum ein Helikopter gerade abhebt. Okay. Halt nur mit Zahlen und Rechnung, ne? So bescheuert kann ich da gar nicht sein, das beweisen zu wollen, oder? Warum ein
Helikopter gerade abheben. Hauptsache er hebt ab. Hauptsache er fliegt. Ja, richtig. Mit kann Zahlen hat man sonst nichts zu tun, oder wie? Nee, kaum. Zeit verbessert. Neunter am Ende. Ja, die war interessant, die Strecke. Das geht spielt gerade gar nicht. Ich wollte gerade sagen, bevor das geht, ich habe alles geschafft, ich kann es aufhören. Kann Rente gehen. Ja, wir können jetzt beide aufgehen, weil wir waren sind vor das geht gelandet hier. Müsste ich jetzt noch deinen Livestreamer finden, ne? Dann würde ich da mal was drauf gehen. So, das sieht so aus, als wäre das unsere erste Dirt-Strecke seit langem. Breakdown. Hast du jetzt einfach nochmal dasselbe Video hochgeladen, oder was? Oder? Nee, ich hab's einfach nur nochmal verlinkt. So. So, schauen wir doch mal, wie wir uns in unserer ersten Dirt-Strecke anstellen. Weiß eins, wenn ich das jetzt aufmache rechts daneben, ne? Ich werde auf jeden Fall den Ton ausmachen. Dann soll ich mich ja und dich ja doppelt und mich doppelt. Das ist richtig. Und noch verzögert. Das ist richtig. Oh mein Gott, was ist denn das für eine Kackstrecke? Der letzte Sprung ist nochmal übelst düster. Oh ja, das ist ja mal bitter. Ich glaube, ich kenne. Ne, die kenne ich nicht. Aber Dirt Strecken waren eh nie so meins. Hä, wie willst du denn bitte Speed für den. What the fuck? Ich denke, ja, nur, roll. Erster. Was? Ach, scheiße. Ich schwöre dir, ich war Erster. Mit einer Millisekunde war ich Erster. Okay, krass. Ich war noch gar nicht im Ziel. Luca ist schon im Ziel. Was ist denn hier los? Haha, Noob. Was ist denn hier los? Du brauchst noch keinen Speed für den letzten Sprung. Mach den letzten Sprung einfach ohne Speed. Ohne Speed. Ja. Also, ich fühle mich ja richtig gut, ne? Auf einer schönen Dirt-Strecke erst mit dem Shelby rüber donnern. Macht man so. Das ist richtig. Hey, ich verliere voll viel Speed, wenn ich die Kurve da erstmal hochfahre. Wie zum Teufel soll man denn das schaffen, ey? Nimmst du den Hügel da am Ende nochmal mit? Ja, ich glaube, man muss den beim ersten Mal war ich so langsam, dass ich den unteren Hügel mitgenommen habe und dadurch wieder so, weißt du, so kurz hochgewippt bin. Das muss man, glaube ich, machen, kann das sein? Ja, ich glaube. Weil ich glaube, ansonsten kannst du gar nicht genug Speed haben, um da überhaupt hochzukommen. Ja, du bist jetzt wieder zu schnell, guck. Ja, ich bin wieder zu schnell einfach, weißt du? Ah, ärgerlich. Komm, probieren wir es mal aus. Hä? Das funktioniert nicht, verdammte Kacke. Tipp gerade übrigens im Livestream, du musst am Ende vom Gas und dann Vollspeed. Am Ende vom Gas. Ach so, quasi wenn kurz bevor du in die Luft gehst. Nein, jetzt habe ich mich gedreht und komme nicht mehr ins Ziel. Tatsache. Sechster. Tatsache, nur neunter. Easy going. Habe ich jetzt auch noch nicht verstanden. Luca ist Fünfter? Was hat denn der geraucht? Was? Ja. Ich bin hinter Luca. Ja, ich auch. You gotta be kidding me. Das ist so eine Luca-Strecke. Weil da, wenn du da kein Skill hast, dann schaffst du dieses komische Sprungding nämlich am Ende. Wie viel hat das denn gefahren? 23? Alter, das ist ja bei dem. Nein, noch 2 Minuten, um mich hier. Oh, Tim, hol den Schnaps schon mal raus. Ja, ich hab hier noch den guten Bacardi O-Card stehen. Morgen war aus. Vierter! Ja! Hab ich einen Trick verraten? Oh mein Gott! Bist du doof, Tim? Nee, es ist so gar nicht meine Strecke halt, ne? Doch, jetzt langsam finde ich sie ganz angenehm. Wenn man weiß, wie es läuft am Ende, dann passt es. Wie, wo bist denn du vom Gas? Na, kurz, bevor ich in die Luft gehe. Ach komm, ey, fick die Hände. Fick die Strecke weg, ey. Mach eine andere. Oh, das ist ja lecker. Komm, das muss noch besser gewesen sein. Jawohl, wieder verbessert, Alter.
Jetzt halt gefällt mir die Strecke. Find ich geil. Komm, da geht nochmal. Klau noch alle deine Sprüche, ne? Ist lecker. Komm! Ah, fuck, fast. Oh, Luca! Das ist seine Map. So, come on, letzte Chance. Oh nein, oh, schon wieder verkackt. Thinks this track is waste. Ja, ist richtig. Wo kann man das bewerten? Wo kann man das bewerten? Nein, der letzte Shit auch nicht geschafft. Ach, sechster Platz, das läuft doch. Scheiß Dreck, ey. Laber nicht, ist geil. Lief richtig gut. Steht das da unten das gleich noch bei dir? Bruce, my thinks this track is waste. What do you think? Ja, ich fand die toll. Komm, komm, fantastic. Jawoll! Der Wolf denkt, das ist fantastic. Aber ich bin 14. geworden, was ist da los? Oh, die kenne ich glaube ich auch noch und die ist hardcore. Die kenne ich nicht mehr. Die ist hardcore, der Hirnregen. Im Regen? Hirnregen. Hä, what the fuck ist das? Nee, die kennen wir nicht, die ist neu. What the fuck? Also, einmal so eine Fun-Map alle 20 Maps geht schon, Leute. Kann man schon mal machen. Das ist was richtig Leckeres hier. Oh Gott, ich weiß, wie es geht. Muss ja nur noch funktionieren, aber wissen, wie es geht, tue ich. Ja, wenn ich... Ja, ne? Oh mein Gott. Komm, das ist doch auch eine Luca-Strecke. Da braucht man auch kein Skill. Das ist echt so. Das ist eine richtige Luca-Strecke. Fuck, voll an dem Schild hängen geblieben. Ja. Nein! Zu kurz. Nein! Fuck. Das ist schwierig. Ich frage mich gerade, was am sinnvollsten ist. Eher die oberen nehmen oder eher die unteren nehmen? Ich sehe nichts. Oh, das ist gut, das ist gut. Nein, hängen geblieben, fünfter. Bringt das eigentlich irgendwas, wenn ich in der Luft noch vom Gas gehe? Nee, ne? Doch, und wie? Absolut relevant. Scheiße, zu knapp. Na, voll vor Schild. Naja, das ist so eine Mischung aus Luck und Skill, weil du kannst das Fahrzeug ja in der Luft noch steuern. Oh, Kacke, zu weit. Jo. Au. Nein. Wie fährst du? Fährst du links oder rechts? Ich hab mal beides versucht bis jetzt. Komm vielleicht heute nochmal an oder so, aber... Ah, scheiße. Es ist sehr, sehr, sehr schwierig. Ja, ja. Nein, dann falle ich runter, weißt du? Ich steh schon drauf und fall runter. Es darf alles nicht wahr sein, ey. Das darf wahr sein. Das ist... Das hat aber auch... Fuck, Alter. Ja, nein. Come on! Oh, das ist gut. Oh, das muss super sein. Dritter! Und bitte. Alter, das war mal richtig lecker. Oh. Nein, da lande ich genau auf dieser Zielplane und fall runter. Alter, jetzt habe ich es richtig raus. Also das Problem ist, dass ich natürlich damit mich nicht verbessere, weil ich so immer gleich fahre. Das heißt, ich muss jetzt andere Techniken probieren. Ob ich zum Beispiel da unten dann schneller bin? Nee, da brauche ich länger. Gott. Das ist jetzt schwierig. Das ist jetzt schwierig, aber da bleibe ich länger in der Luft, ne? Ja. Nein!
Oh mein Gott. Hat er wieder Glück gehabt. Komm, komm, komm. Na, hat sie an. Da brauche ich länger, habe ich das Gefühl. Wie fährst du an? Also ich fahre ins zweitoberste Ziel. Oh oh. Ich halte aber, glaube ich, viel zu weit links, habe ich das Gefühl. Oh, jetzt mal? Jawohl, Elfter. Immerhin mal eine Zeit. Ich weiß auch, was ist, wenn ich ganz weit darüber fliege? Nee. Nicht, dass ich jetzt wüsste, wie es geht, ne? Aber... Oder? Oder? Nee, pam. Garrett hat zerschrottet. Ja, doch, ich weiß schon, wie die geht. Aber wie gesagt, ich kann mich nicht verbessern. Das ist mein Problem. Egal, wie ich fahre jetzt immer dieselbe Zeit. Oder 0,06 schlechter. Das ist jetzt die große Frage. Du bist Vierter, ne? Ja. Ja, also... Ist nicht schlecht gerade. Wie man aber die Letzten erreichen soll, ist mir ein Rätsel, ne? Die ganz oben? Ja. Ja, kannst du gar nicht, glaube ich. Wie soll das funktionieren? Scheiße. Was man langsam versucht, ist auch keine Lösung. Ah, wieder kein Treppchen, ey. Das war meine große Hoffnung. Treppchenplatz beim Hirnregen. Kacke, ey. Jetzt war mal wieder gelandet, aber... Ich weiß nicht, wie ich das noch schneller machen soll. Bin ich ja dann viel zu lange in der Luft. So, letzter Versuch, come on. Vollgas, alles durchdrücken, was wir haben. Bam, 0,014 schlechter, kacke. Sechster sogar am Ende nur, schau. Verdammt nochmal. Da der Hovercraft. Naja, das ist das F-Zero-Fahrzeug. Naja, aber komm, Sechster. Luca ist schon wieder vor dir. Das, du musst zwei Stopp mal trinken, Alter. Oh mein Gott. Hallo meine lieben Freunde, ich hoffe es hat euch gefallen, das war's für diese Folge. Wenn ihr eine Menge Spaß hattet, dann gebt dem Video doch einfach einen Daumen nach oben, denn das würde mir für die Zukunft sehr helfen. Wenn ihr noch mehr Let's Plays sehen wollt, dann klickt einfach hier links auf die Let's Play Spalte, denn dort kommt ihr auf eine Playlist mit über 100 angefangenen Let's Plays. Da denke ich mal, wird bestimmt was für euch dabei sein. Und wenn ihr keine Lust mehr auf Let's Plays habt, dann klickt ihr einfach rechts, denn dort könnt ihr auf eine Playlist kommen mit unseren Real-Life-Videos, Frittieren und Co. Da werdet ihr bestimmt auch eine Menge Spaß haben, denn die Videos sind absolut abgefahren. Und wenn ihr in Zukunft den Wolfpack joinen wollt und kein Video mehr verpassen wollt, dann klickt unten auf Abonnieren. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haut rein.